Mein schlaues Buch habe ich sogar auch. Ich habe aber keinen Stifter. Doch, ich habe einen Stifter. Oh mein Gott. Das klingt fast so, als wäre ich vorbereitet. Seltenes Kunsthandwerk. Ja. Fermentiertes Ziegenkäserad. Moment, lass mich kurz mal mein schlaues Buch öffnen. Seltenes Kunsthandwerk. Fermentiertes Ziegenkäserad. Jawohl. Müsste irgendwann auch mal noch Butter oder so machen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man Butter macht. Brauche ich dafür Salz? Ist das ein Rezept? So viele Fragen. So, dann gehen wir doch mal. Was können wir hier noch verkaufen? Das natürlich. Das. Das alles nicht. Das schon. Das auch. Warte, ich gebe das mal kurz in die richtige Reihenfolge, damit ich nicht verwirrt bin. Habe ich noch? Nee, ne? Sonstiges, Entschuldigung. Dich einmal, dich einmal, dich einmal. Essenzen. Warte, du kannst auch noch dahin. Und dann haben wir einmal Kühlschrank. Zack. Aber ich habe gestern gesehen, dass Archie Geburtstag habe und habe ihm nichts geschenkt, ne? Ich bin so eine Arschlochfreundin. So, die sind fertig. Damit kann das da wieder rein. Und das da kann wieder verkauft werden. So, kurze Frage. Wie viele von diesen Scheißessenzen brauche ich denn noch? Ich habe 33, das heißt 12. 22. 10 habe ich jetzt drin. Das heißt, ich brauche noch 12. Ich habe 15 drin. Brauche ich noch 7. Okay, das heißt doch 70 Seetang. Okay. Klingt machbar. Das klingt doch machbar. So. Dann. Let's go, liebe Kühe. Wird Zeit für eure Streichleinheiten. Wollen wir mal gucken, wie lieb die mich schon haben. Mich interessiert das durchaus immer. So, warte, ihr kriegt auch noch Essen von mir. Hallo. So, wie schaut's? Voll, 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 voll. Voll, voll. Nur das Schweinchen ist noch nicht voll. Nice. Die haben mich alle unendlich lieb. Wird wahrscheinlich da drüben auch ausschauen. Also ich hoffe, dass es da drüben so ausschauen wird. Kann ich eigentlich meine Scheune noch mal vergrößern? Oder ist es schon die größte Scheune, die man haben kann? Wäre interessant zu wissen. Müsste ich mal nachfragen. Aber jetzt gehen wir erst kurz zum Museum und geben das Ding ab. Da. Das Vaku. Jeder bleibt jetzt nicht stehen. Gegenstand spenden. Zack. Oh, 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 oh. Das ist so eine Frucht. Wir brauchen mehr fürs Museum. Ich muss angeln. Ich wollte ihr angeln. Jetzt ist er weg. Willst du mich verarschen? Bleib doch jetzt stehen. Ich könnte stundenlang hier bleiben. Ich muss ein wachsames Auge auf die Katzen haben. Ich will nicht, dass sie dich kratzt. Oh.
Ich freue mich schon auf das neue Jahr. Es ist ein gutes Gefühl, eine Neustadt hinzulegen. Das stimmt. Magst du das? Nee, danke, dass du an mich gedacht hast. Bitteschön. Du bist doch mein Liebster. Zwei Herzen fehlen uns noch. Hat heute irgendjemand Geburtstag? Das weiß doch bestimmt das Anschlagbrett. Da will sogar jemand was. Tee. Das kann ich machen. Heute hat niemand Geburtstag. Okay. Tee. Den gehen wir schnell ab. Ach, ich muss auch noch immer ein Gewächshaus gucken. Und dann würde ich sagen, angeln wir heute mal noch mal ein bisschen. Tee wollte ich, ne? Sind Erzeugnisse 3 drin? Ein Teeblatt für Noah. Wo ist Noah gerade? Moment, Noah. Ach, im Gemischtwarenladen. Nice. Gehen wir doch da mal hin. Ist ja Gott sei Dank nicht weit weg. Bin ich jetzt in eine? Ich bin im zweiten. Ich komme ins zweite Jahr, oder? Oder? Ich vergesse schon wieder alles. Hey Noah. Ja. Danke, bitte. Ach Leute, warum ist hier drinnen so kalt? Man könnte meinen, Sam die Kühlung ein bisschen zurück bei dem ganzen Schnee. Belohnung annehmen. Ein Arapaima. Kälteren Wetter nach Sonnenuntergang. Ja, den müsste ich eigentlich mal holen. Aber wir gehen jetzt auch mal hoch an den Strand. Oh! Ach so, stimmt. Ich war hier noch nie, seitdem es wieder schön ist. Oh, richtig nice. Schildkrötis. Krabbis. Menschies. Gibt's das denn? Diese nervigen Ölwurzeln sind verschwunden. Aha, hab ich gut gemacht, ne? Es ist ein Wunder. Unser Strand ist wieder in Ordnung. Sieh nur mal, schau, wie schön unser Ozean jetzt ist. Leute, das ist ein Grund zum Feiern. Ich träume wohl nicht, oder? Jeder hier kann sehen, dass unser geliebter Ozean wieder sauber ist. Vielleicht hat ein großer Fischschwarm die Wurzeln gefressen. Lass mich ausreden. Es könnten Außerirdische sein. Ach, boah. Sie sind gelandet, haben Proben genommen und die Wurzeln wurden in ihr Raumschiff gesaugt. Vielleicht waren es diese gigantischen, unsichtbaren Seegurken, von denen ich neulich erzählt habe. Nun gut, wenn wir alle Meteoriten um uns werfen, dann habe ich auch einen. Es ist möglich, da unser Farmer hierbei seine Hände im Spiel hatte. Was auch immer die Ursache sein mag, entscheidend ist, dass das Gleichgewicht sowohl für uns Landbewohner als auch für unser Meer im lebenden Freude, wiederhergestellt ist. Gut gesagt, Link. Ich bin mir sicher, wir alle sind erleichtert, dass die Wurzeln verschwunden sind. Genießen wir unseren Strand wieder in vollen Zügen, Leute. Ja, im Winter. Beste Idee. Aber gut, hey. Nach so langer Zeit ohne Strand ist das okay, auch im Winter. Kann ich verstehen. So. Dann ist schön, dass hier direkt Müll liegt. Dann gehe ich mal angeln, ne? Ach, hallo. Dem Boot ist Taro eingeprägt. Warte, bis ein Fisch anbeißt. Ja, ich hoffe, es beißt eine an, den ich noch nicht habe. Das wäre nett. Weil wir für noch super viele Fische, super viele Schmetterlinge.
Von allem super viel. Blauer Dr. Fisch, den habe ich schon, ne? Aber in richtig guter Qualität. Holy. Aber ich muss auch angeln, damit ich da mal Level aufsteige. Angeln ist immer so das Ding in Spielen, das ich nie mache. Ach, Müll. Das habe ich auch in Animal Crossing super selten gemacht. Obwohl es eigentlich echt nicht schwer ist, da musst du einfach nur draufklicken. Ist auch so ein Spiel, das ich schon seit Ewigkeit nicht mehr gespielt habe. Komm her, du Scheißfisch. Na los. Los, 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 los. Jawohl. Ein Hummer, den hatte ich auch schon, ne? Ja. Dammit. Aber ich habe ihn gefangen, immerhin. Das kann ja nicht sein, dass ich schon alle Winterfische habe. Im Leben nicht. Weil es gibt auch die, die ich einfach nicht fangen kann. Ich würde sagen, wie diesen hier zum Beispiel, aber ne, der geht eigentlich ganz gut. Rubin-Goldgrund habe ich auch schon gefangen. Die haben alle hervorragende Qualität. Was ist denn da los? Das ist ja unglaublich. Auch Müll. Ich weiß gar nicht, wie ich die Angel aufbessern kann. Wird die automatisch besser, je höher das Level ist? Oder kann ich irgendwann auch eine bessere Angel kaufen? Weil ich kann sie nicht beim Schreiner verbessern. Ach, ich bin so dumm. Noch ein Versuch. Komm mal mit, Herr Fisch. Ist noch leichter zu fangen als der vorherige. Na, du bist ein Doktorfisch. Na gut. Aber wir haben auch gleich Sonnenuntergang. Vielleicht finden wir ja den Fisch, den der andere braucht. Das könnte auch wieder ein Doktorfisch sein. Hallo, ich bräuchte was Neues. Ne, ist ein Goldgrundel. Okay. Bin ich auch fein mit. Kann man alles Sushi draus machen. Stimmt, ich weiß gar nicht, warum ich meinen Yabu verballert habe. Ich habe doch Sushi. Aber... ich heile irgendwie nicht mehr, kann das sein? Muss ich das jetzt über Essen lösen? Oder über Medizin? Also wenn es morgen noch nicht besser ist, sollte ich vielleicht zum Arzt gehen. Komisch, sowas höre ich eigentlich nur von meiner Chefin. So, wird es selber zu sagen. So, ein Hummer. Ich habe ja eigentlich nur noch 3 Tage, um diesen Fisch zu fangen. Für den Typen.
Ich glaube, ich habe eine neue gute Technik gefunden. Hier ist so eine scheiß Goldgrundel. Ich versuche die Taktik jetzt mal zu verifizieren. Vielleicht klappt es ja. Ah, Müll. Okay. Soviel zur Verifizierung meiner Taktik. Ich habe es den ganzen Tag geangelt. Nicht ein neuer Fisch hat angebissen. Ist irgendwie ein bisschen sad. Oh, Müll. Ach ne, eine Truhe. Truhe nehme ich auch gern. Aber ich hätte gern den einen Fisch. Blöd ist, ich müsste den ja zweimal fangen, ne? Einmal, um ihn zu geben und einmal, um ihn im Museum abzugeben. Ach so. Ja, die Taktik funktioniert bei dem nicht so gut. Was ist denn eure Taktik fürs Fischen? Macht ihr das ähnlich wie ich? Oder macht ihr das ganz anders? Ich will so einen Scheißhummer, Alter. Gib mir doch mal was anderes. Vielleicht muss ich da in den Teich gehen. Ich hatte ja im Fluss so einen Fisch, den ich nie rausgekriegt habe. Das war wahrscheinlich der. Blauer Doktorfisch. Okay, warte mal. Ich gehe mal an den Fluss. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Schauen wir mal, ob ich den gleichen Barz da drüben finde. So, beziehungsweise an den Teich gehe ich ja gerade eher. Habe ich dich schon? Höchstwahrscheinlich. Aber ich wollte auch eigentlich alles fangen, was bei drei nicht auf dem Baum sitzt. Um da auch ein Level aufzusteigen. Ja, mal, vielleicht kriegen wir hier einen neuen Fisch. Der Fisch ist schon mal anders als die anderen. Da muss er ja sein, sein Teichfisch. Da ist er ja auch nicht Doktorfisch rausziehen. Wäre zumindest wild. Blaurückenlachs. Okay, ich ziehe aus dem Teich einen Lachs. Nimm ich auch mit. Ich brauchte dieses Apanema-Viech. Help. Es wird schon spät. Ja, einen Fisch fange ich jetzt noch. Einmal runterrutschen, ne? Och Mann. Natürlich ist es Müll. Jetzt richtig doof gelaufen. Aber wenigstens, dich habe ich schon gespendet, dich habe ich auch schon gespendet, dich auch, dich natürlich auch. Oh, Mensch. Wo in der Stadt ist denn nochmal der Teleport-Ding da? Ich halte in die Farm zurück. So.
So. Kann ich verkaufen, kann ich verkaufen, kann ich verkaufen, kann ich verkaufen, kann ich alles verkaufen.